Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Runaway 2 Dream of a Turtle. Wir befinden uns hier vor unserer Skihütte. Unser Freund Joshua hat sich mal wieder in eine wunderbare Situation begeben, indem er hier draußen auf dem zugefrorenen See, Fluss, was auch immer das ist, mit einer Eisscholle herumtreibt. Und wir jetzt gucken müssen, wie wir ihn da wieder rauskriegen. Und ich jetzt nicht so recht weiß, wo wir ihn finden. Da hinten sehen wir ihn. Von hier aus kann man ihn kaum sehen. Was natürlich auch durchaus Sinn macht, wenn wir so weit entfernt sind. Wir sollten jetzt mal schauen, wie wir ihn von dieser Eisscholle runterkriegen. Irgendwie haben wir vielleicht irgendwas. Gut, das war jetzt, glaube ich, der falsche Knopf. Festigen wir das hier mal und das war's. Es kann losgehen. Hey, hallo Brian aus der Vergangenheit. Ich bin's, dein alter Kumpel Joshua, live auf dem Future-Sender. Bestimmt hast du jetzt lauter Fragen. Erstens, wie zum Geier hast du das geschafft, Joshua? Naja, ich bin halt ein Genie. Dank meines vierstelligen IQs habe ich dieses nette kleine Telepathie-Dingens gebastelt, mit dem wir beide uns durch diverse Raumzeitkontinuen unterhalten können. Zweitens, warum tust du das, Joshua? Ach, weißt du, Brian, die Welt ist voller Paralleldimensionen und nirgendwo passiert genau dasselbe wie in den anderen. In meiner Kardinaldimension hast du das Rätsel um die schwarzhaarige Schönheit, die in den See gefallen ist, längst gelöst. Leider kann es in anderen Dimensionen ganz anders aussehen. Denk daran, alles, was du erlebst, ist neu für dich, weil du ja in der Vergangenheit weilst. Es muss dir vorkommen, als sei nichts, was dir zustößt, schon geschehen. Das gibt einem zu denken, oder? Und drittens, du weißt, dass ich nicht mal die Hälfte von dem, was du da sagst, verstanden habe, Joshua. Ja, mein Alter, darauf wäre ich nie gekommen. Also, da ich nun mal in der Zukunft lebe und weiß, was alles passiert ist, habe ich mir gesagt, weißt du was, Joshua, warum greifst du den Bryans in den Paralleldimensionen nicht unter die Arme? Sorg doch dafür, dass keiner den Löffel abgibt und ein Raumzeitparadoxon verursacht, das dem pythagoreischen Theorem zuwiderläuft. Kurz und gut, wenn du mal gar nicht weiter weißt, frag mich einfach. Deshalb bin ich hier. Mein phänomenales Gedächtnis und mein kraftstrotzendes Superhirn sind dir stets zu Diensten. Also, dann erzähl Onkel Joshua mal, was dich beschäftigt. Ich bin verwirrt. Wo waren wir? Vorne an dem Fahrzeug ist etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Schau mal, ob es funktioniert. Vielleicht ist heute dein Glückstag. Danke für deine Hilfe, Joshua. Was zum Geier ist denn das? Ein integrierte Ich-helfe-dir-wenn-du-nicht-weiterkommst-Option oder wie? Auch nicht schlecht. Danke für deine Hilfe, Joshua. Bis dann. Das ist ja mal genial. Ich habe die Spielhilfe bisher, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal benutzt. Also, ja, war es, glaube ich, für euch und für mich das erste Mal, dass wir gesehen haben, wie diese Spielhilfe funktioniert. Also, probieren wir doch einfach mal, was Joshua gesagt hat. Irgendwas an dem Auto ist dran, was uns helfen kann. Die Winde. Ja, ich könnte sie benutzen, um Joshua ans Ufer zu schleppen. Hoffentlich kann ich sie zum Laufen bringen. Ja, dazu müsste man halt erstmal gucken, ne? Ich glaube nicht, dass er anspringt. Außerdem lässt er sich in dem Zustand unmöglich bewegen. Ich habe es befürchtet. Die Batterie ist leer. Es wird nicht funktionieren, wenn ich nicht zuerst den Pritschenwagen anlasse. Also dann doch jetzt. Ich werde die Tür zwar nicht mitnehmen, aber egal. Falls ich ihn ankriege, wird die Winde bestimmt funktionieren. Wir haben Glück. Der Schlüssel steckt. Oh, es klingt nicht gut. Er springt nicht an. Aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Ich bin sicher, er hat Benzin. Das sagt zumindest die Anzeige. Es muss etwas anderes mit dem Motor sein. Ich verstehe zwar nichts von Motoren, aber ich kann ja mal die Haube öffnen und einen Blick hineinwerfen. Hallo, hopp, mach mal die Motorhaube auf. Merkwürdig.
Die Stange, die man für die Motorhaube braucht, ist nirgendwo zu sehen. Vielleicht können wir ja irgendwas aus unserem Inventar dafür benutzen. Vielleicht hilft uns ja unser Eishockeyschläger weiter. Möglicherweise ist der Schläger zu lang, aber es könnte auch funktionieren. Aber zuerst nehme ich lieber die Bärenpranke weg. Perfekt, jetzt kann ich mir den Motor in Ruhe angucken. Dann gucken wir mal, was unser Automechaniker so zu bieten hat. Ich verstehe nicht viel davon, aber ich werfe mal einen Blick drauf. Sicher ist nur eins. Er hat keine einzige Zündkerze. Oh, das ist schlecht. Und jetzt? In Ordnung. Vielleicht finde ich diesmal heraus, warum er nicht funktioniert. Sicher ist nur eins. Er hat keine einzige Zündkerze. Gut. Was haben wir noch bei uns drin, wo wir eine Zündkerze mit rauskriegen könnten? Vielleicht von der Motorsäge. Die ist voll Treibstoff und einsatzbereit. Müssen wir die vielleicht nehmen? Das hat wenig Sinn. Vielleicht kriegen wir die irgendwie auf. Damit würde ich gar nichts erreichen. Ja. Oh, ich könnte das Messer als Schraubenzieher benutzen und so die Zündkerze herausholen. Perfekt. Jetzt habe ich die Zündkerze. Sie ist unten. So, dann probieren wir das mal. Mal sehen, ob ich sie richtig anbringen kann. Getan. Hoffentlich funktioniert der Motor jetzt. Drücken wir die Daumen. Und er bewegt sich doch. Super. Brian hat's halt drauf. Die Winde jetzt funktioniert. Ja, jetzt lass uns den Albtraum beenden. Joshua, pass auf! Nimm es! Wahnsinn. Holen wir den Schwachkopf aus dem See. Ist klar. Wie ein Surfbrett. Perfekt. Es funktioniert. Ich hole Joshuas Kutter aus der Schutzhütte. Besser, er zieht sie an, bevor wir zu Professor Simons Haus marschieren. So wie er jetzt aussieht, würden sie uns selbst mit dem Passwort keinen Zutritt gewähren. Nimm Joshua! Und jetzt? Jener, der redet, weiß nichts. Gehen wir. Und die Köter? Ich glaube, Simon hat das Gebell irgendwann aufgenommen. Warum auch nicht, ne? Ja, jetzt haben wir ja eine glaubte, etwas ich würde es nicht überleben. Längere Aber Wartezeit. Aber durch schieres Glück schaffte ich es, durch die Amoeba zu fliehen. Mein lieber Freund, Sie haben großen Mut bewiesen, indem Sie Kurzmeier entgegengetreten sind. Und im Hinblick auf Sie... Ich heiße Joshua und habe Hunger. Schon wieder? Alpha hat mir von Ihnen erzählt. Der Irdische, der unter Trantorianern lebt. Sie haben großes Glück. Ich habe großen Hunger. Ich auch, mein Freund. Der Hunger nach Wissen macht uns zu Forschern. Meine Beine haben ein Problem, mich zu halten. Joshua, wir haben wenig Zeit. Und bis jetzt weiß ich immer noch nicht, was diese Trantorianer wollen. Sie sind also ein Neuling. Setzen wir uns. Sieht ja sehr interessant aus, dieses Wohnzimmer. Trantor.
ein uralter Planet, der mehr als 60 Lichteräonen von unserem entfernt ist. Ich habe dir ja gesagt, dass er ziemlich betagt ist. Seine Bewohner beherrschten die Quantentechnologie schon bevor die ersten Einzeller die Erde überzogen. Mit anderen Worten, sie produzierten schon eine Menge Umweltmüll, bevor wir überhaupt zu Wirbeltieren wurden. Sie lernten das Raumzeitkontinuum nach ihren Wünschen zu gestalten, konnten von einer Galaxis zur anderen springen und sich tangential an den interdimensionalen Spitzen positionieren. Fein. Das heißt, sie machten etliche Purzelbäume durch die Gegend. Ihre telepathische Kontrolle ist so groß, dass sie, wenn sie es wollten, auf ihre physikalische Erscheinung verzichten können. So. Und Scullery soll zum Teufel gehen. Wie Sie sich also vorstellen können, ist Ihre Zivilisation der unseren unermesslich weit voraus. Die können sogar Latein, die Freunde. Sie könnten etliche Solarsysteme versklaven, wenn Sie es wollten, und uns mit bloßen Gedanken in nichts verwandeln. So, Sie könnten uns mit Ihrem Gehirnschmalz frittieren. Das gibt einem zu denken, oder? Aber es scheint, dass Sie lediglich an einem intergalaktischen Zoo interessiert sind. Lediglich? Was war das? Was? Ein Zoo? Wunderbar, nicht wahr? Sie bereisen das Universum und sammeln Tiere. Sie bringen sie dann zu einem Planeten, der dreimal so groß wie die Erde ist. Einem riesigen Zoo, in dem völlig unterschiedliche Ökosysteme aus diversen Galaxien und Zeiten erhalten werden. Während der Reise versetzen sie die Tiere in einen lethargischen Zustand, den sie den Schlaf nennen. Nein! Am Ende lässt sich festhalten, dass man mir nie etwas erklärt. Weiter noch. Sie kommen seit jeher auf die Erde und obwohl sie niemanden brauchen, haben sie uns in ihre Pläne eingeweiht. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich sie nicht ganz. Es kam ein Zeitpunkt, an dem die technische Entwicklung auf der Erde es den Trantorianern zusehends erschwerte, unbemerkt zu bleiben. Deswegen nahmen sie Kontakt zu unseren renommiertesten Wissenschaftlern auf. Man kam zu einer Einigung. Wir würden Ihre Besuche verschweigen, Sie vor der Öffentlichkeit beschützen und Sie mit den Tieren, die Sie wollten, beliefern. Im Gegenzug würden Sie uns einen Teil Ihres Wissens und Ihrer technologischen Verbesserungen zur Verfügung stellen. Auweia. Ja, mein lieber Freund. Haben Sie nie überlegt, wie unglaublich es ist, dass die Menschen ohne Hilfe von außen die technologische Revolution des 20. Jahrhunderts gelungen ist? Wenn Trantor uns nicht mit Wissen, Theorien und Prototypen beliefert hätte, wären wir nicht da, wo wir sind. Denken Sie an die Impfstoffe, die früher nicht vorstellbar gewesen wären, an den Wettlauf ins All, an das Vakuumventil der ersten Rechner. Dann denken Sie an Trantor. Das wusste ich schon. Und auch den ersten Berliner, das hat man mir gesagt. Großartig, nicht wahr? Wie ich euch gerade sagte, tauschen wir Tiere gegen Wissen. Die irdische Koordination solcher Begegnungen erfolgt durch die internationale Kontaktiereragentur, zu der ich auch bis vor kurzem gehörte. Bis Kurzmeier eintraf, vermute ich. Genau. Während des Traums des Schnabeltiers. Wir warteten in einer Höhle in Cuba Perry in Australien auf die Trantorianer, als die Höhlendecke einzustürzen begann. Wir dachten, unser letztes Stündlein habe geschlagen. In dem Moment erschien ein Trantorianer durch einen Amoeba-Punkt. Er trug eine kleine Kugel in den Händen, das NG0. Ein Antipartikelgenerator, der jegliche Materie in nichts verwandelt. Er hat ihn hochgehoben, damit auf die Felsen gezielt und sich verschwinden lassen, als ob sie nie da gewesen wären. Von dem Zeitpunkt an interessierte sich Kurzmeier für das NG0. Er hat mir sogar befohlen, eins von den Trantorianern zu verlangen. Als ich mich weigerte, wollte er mich erledigen. Deswegen war ich gezwungen, meinen Posten zu verlassen und in diese unwirkliche Gegend zu fliehen. Umzingelt von Sicherheitsanlagen, deren Code nur Alpha, Trantors hoher Kommissar für irdische Angelegenheiten, kennt. Und jetzt ihr natürlich. Mittlerweile ist klar geworden, dass Kurzmeier es geschafft hat, ein trantorianisches Raumschiff in Schwierigkeiten zu bringen. Sie haben solche Probleme, dass Sie es gewagt haben, eine Nachricht durch Joshua zu senden. Oh, die Nachricht.
bei dem ganzen Hin und Her hatte ich sie völlig vergessen. Hier, Simon.